Hi Leute, da bin ich mal wieder. Ich bin schon öfter gefragt worden, wie man eigentlich unter macOS möglichst schnell und einfach ein Tutorial aufnehmen kann. Man muss ja den Ton aufnehmen und den Bildschirm hier aufzeichnen. Wie geht das eigentlich? Da habe ich zwei Tipps für euch. Einmal geht ihr in die Systemeinstellungen oder Monitore. Und ganz wichtig ist hier, dass ihr hier anstatt die massige Auflösung hier zu wählen, die schlanke HD-Auflösung nehmt. Dadurch habt ihr wesentlich weniger große Dateien und ihr könnt natürlich auch den ganzen Clip viel leichter nachbearbeiten mit irgendeinem Schnittprogramm oder so. Das lässt sich hier viel einfacher machen. Die Dateien sind kleiner, ihr braucht weniger Rechenzeit und wenn ihr dann ein Photoshop-Tutorial machen wollt, habt ihr noch Rechenzeit übrig und Grafikkarten, Power und Speicher übrig, um das Tutorial selbst aufzuzeichnen. Ganz wichtige Sache hier, um genug Ressourcen zu haben, wie gesagt, auf Full HD gehen oder vielleicht auch hier die kleinere Variante. 1280x720, das ist die kleinere HD-Auflösung. Das spart dann Rechenpower und macht kleinere Dateien. Das ist das Erste. Und das Zweite, ich mache mal hier zu, zum Aufzeichnen selbst nehme ich den QuickTime Player. Das ist QuickTime 10. Das ist ein sehr seltsames Programm. Das kann ich eigentlich nur benutzen. Ich persönlich benutze das nur für eine Bildschirmaufnahme. Das wähle ich mal aus. Jetzt kommt hier dieses kleine Fensterchen. Da wähle ich hier einfach nur den Ton aus, woher der Ton kommt. Hier Eingang, Line-In. Das ist das Mikrofon, das ich eingestöpselt habe. Eine hohe Bildqualität. Jetzt klicke ich hier auf Bildschirmaufnahme. Und kann ich gerade mal machen. Jetzt nimmt er hier den Bildschirm auf. Man sieht es hier an dem Zähler hier. Und wenn ich fertig bin, gehe ich auf Stop. Ich hoffe, ihr seht das Fenster. Jetzt kann sein, dass es verschwunden ist. Durch Screenium sichere das Ganze und das war's dann. Jetzt ist es exportiert und fertig ist das Tutorial. Natürlich solltet ihr auch entsprechend vorbereitet sein und vielleicht mal das Tutorial vielleicht mal probeweise eingesprochen haben oder euch ein paar Gedanken gemacht haben. Also, das ist von der Technik her auf jeden Fall so der Ablauf, wie ich das immer mache. Wenn es euch gefallen hat, probiert doch einfach mal aus, ein Tutorial zu produzieren und schreibt mir den Link als Kommentar unter dieses Filmchen. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.